Hallo aus Mallorca. In diesem Video zeige ich die schönsten Sehenswürdigkeiten, die man in Palma erkunden kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Wo, wenn nicht hier, sollen wir unseren Rundgang durch Palma starten? Sie ist die Sehenswürdigkeit von Mallorcas Hauptstadt, die gotische Kathedrale La Seu. Imposant thront sie oberhalb des Parc de la Mar, einer künstlichen Lagune direkt an der Hauptdurchgangsstraße durch Palma. Niemand, der den Weg nach Palma findet, kommt an ihr vorbei. Es fällt auf, dass die Kathedrale eigentlich gar keinen richtigen Kirchturm hat. Dennoch gehört sie zu den wichtigsten Bauwerken der gotischen Stilrichtung. An der Ostseite, dem Haupteingang genau gegenüber, ist ein verglastes Rundfenster, das einen Durchmesser von etwa 12,5 Metern hat und deswegen gerne als größte gotische Rosette der Welt bezeichnet wird. Blickt man von innen auf das Fenster, dann fällt auch auf, dass die Streben der Fenster den Davidstern formen. Der Bau der Kathedrale zog sich vom 13. bis ins 20. Jahrhundert und so wundert es nicht, dass eine Vielzahl von Stilen hier Einfluss genommen haben. Auch der berühmte Architekt Antoni Gaudi steuerte durch seine Restaurierungs- und Dekorationsarbeiten Kunst im Stil des katalanischen Modernisme, also des Jugendstils, bei. Spektakulär sind besonders in den Morgenstunden die Lichtverhältnisse in der Kathedrale. Durch mehrere Rosettenfenster fällt das Licht ins Innere und hinterlässt auf dem Fußboden als auch auf den hellen Säulen wahrlich beeindruckende Farbmuster. Eine perfektere Lichtshow in einer Kirche kenne ich sonst nur von der Sagrada Familia in Barcelona. Die Gestaltung des Altarraums geht ebenfalls auf Antoni Gaudi zurück. Dank ihm erhielten die Gläubigen einen freien Blick auf den Hochaltar. Die neueste Gestaltung des Innenraums ist die Kapelle des Allerheiligsten im rechten Kirchenschiff. Sie wurde erst für das 21. Jahrhundert neu gestaltet. Unter anderem ist die gesamte Wandgestaltung ein einziges Kunstwerk, das die wundersame Vermehrung von Brot und Fisch darstellt. Die Füße kann man zwar in der Kathedrale nicht hochlegen, aber es fallen doch Grabmale hier auf, bei denen die Füße unten rausgucken. Wenn man dann die Kathedrale wieder verlassen hat, dann steht man oberhalb des eben bereits angesprochenen Parc de la Mar und hat von hier eine tolle Aussicht bis auf das Meer hinaus. Etwas ruhiger geht es direkt angrenzend im Sort del Rey zu. Obwohl nur wenige Meter neben dem absoluten Touristen-Hotspot von Palma, ist dies eine Oase der Ruhe und Entspannung in Palma. Hier kann man einen schattigen Platz auf einer der Bänke finden und es sich gut gehen lassen. Das Plätschern der Brunnen lenkt von der belebten Hauptverkehrsstraße unterhalb ab. Geht man von hier die Avinguda de Gabriel Roca in Richtung Westen, dann fragt man sich nach ein paar hundert Metern, ob man nicht zufälligerweise falsch nach Holland abgebogen ist. Aber das ist alles ganz erklärbar. Die Windmühlen stammen teilweise noch aus dem Mittelalter zum Mahlen von Getreide. Aber in den letzten 150 Jahren sind über 2300 neue Windmühlen auf Mallorca errichtet worden. Allein aus dem Zweck, um Grundwasser an die Oberfläche zu pumpen. An keinem anderen Ort, nicht einmal in Holland, ist die Mühlendichte bezogen auf die Landfläche so hoch wie auf Mallorca. Ich bin ja ein Freund von Aussichtspunkten und dieser hier hat es mir besonders angetan. Wir sind hier im Westen von Palma auf dem Berg, direkt am Castel de Belver, einer Festung, die über Palma thront. Dieses Castell gilt sowohl in Spanien als auch in Europa als einmalig. Dies liegt daran, dass es anders als die meisten Wehrbauten kreisrund errichtet wurde. Hier wurde die Burg um den Innenhof herumgebaut und selbst die beiden den Hof umgebenden Stockwerke sind gerundet. Von außen wirkt der gesamte Komplex wehrhaft verschlossen, geradezu uneinnehmbar. Der Innenhof zeigt aber dann doch mit einigen verspielten Säulen reine Lebensfreude. Die Burg ist umgeben von einem 4 Meter breiten Graben, an dem drei Türme stehen, die sich über den runden Teil des Kastells erheben.
Der vierte Turm befindet sich außerhalb des Rundenbaus und ist durch eine kleine Brücke mit der eigentlichen Festung verbunden. Von der Terrasse im zweiten Stock kann man als Beobachter viele Kilometer landeinwärts, aber auch in Richtung Meer blicken. Dies ist ein strategischer Überwachungspunkt. Genau diese Aussicht hat dem Kastell auch seinen Namen gegeben, denn Belvair bedeutet übersetzt schöner Blick. Die meisten Arbeiten wurden hier im 14. Jahrhundert abgehalten. Im frühen 20. Jahrhundert wurde das Gebäude und der umliegende Wald vom Staat an den Stadtrat von Palma übergeben, der das Gebäude dann in ein Museum umwandelte. Zurück in die Innenstadt. Auch hier gibt es die Rambla, eine Flaniermeile, die quer durch die Stadt verläuft. Sie ist schön, aber weder in ihrer Größe noch in ihrer Schönheit mit der Rambla von Barcelona vergleichbar. Die Altstadt ist bekannt für ihre zahlreichen engen Gassen, die teilweise nur über Treppen miteinander verbunden sind. In ihrem Mittelpunkt liegt der Plaza Mayor. Dies ist ein wunderschöner großer Platz, der ringsum von gleichen Gebäuden umgeben ist. Es fällt viel Sonne und Licht auf ihn. Verlässt man den Platz durch das westliche Tor, steht man nach wenigen Metern vor diesen Häusern. Sie sind unverkennbar im Stile des Modernisme errichtet worden und Antoni Gaudi hat auch hier seine Finger im Spiel gehabt. Man sieht, dass es nicht weit bis Barcelona ist, wo noch viel mehr dieser Häuser zu finden sind. Hier sollte man sich durchaus etwas Zeit lassen, denn es gibt hier viele Kleinigkeiten an den Gebäuden zu entdecken. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu schnell an ihnen vorbeigeht, denn wir sind mitten in der Fußgängerzone und die lockt mit ihren vielen Geschäften auch gerne mal an. Städte haben im Dunkeln immer ihren besonderen Charme, so auch Palma de Mallorca. Wir sind wieder am Parc de la Mar und bewundern nicht nur den angeleuchteten Springbrunnen, sondern erst recht die Kathedrale, die sich hell von der Dunkelheit der Nacht abgrenzt. Und wenn man dann noch Glück hat und ein paar kleinere Skulpturen im Park findet, dann ist ein super Fotomotiv schon im Kasten. Und entlang der Rambla und des Passaic des Born geht es nun weiter in die Nacht. Die haben wir uns nach einem ereignisreichen Tag in dieser schönen Stadt auch absolut verdient. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Spanien interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.